Das ist immer ein Zeichen dafür, auch hier diese Kuhle, ist das Zwerchfell, was beim Pferd wie bei uns Lungen- und Darmraum voneinander trennt, sehr stark unter Spannung ist. Wo das Schulterblatt sich befindet. Und man sieht das bei dem nachher, bei diesem Pferd auch durchaus, ja, ich würde sagen, 2 Zentimeter mehr Widerrist zwischen den Schulterblättern hervorkommen. Hi, ich bin David von der Calm Horse Academy. Im folgenden Video erwartet dich wie immer super interessantes Pferdewissen. Wenn du keine Videos mehr verpassen willst, dann würde ich mich wirklich riesig freuen, wenn du den Kanal einmal abonnierst und auch direkt auf diese kleine Glocke dann klickst. Das kostet dich wirklich nichts, aber durch dein Abo hilfst du uns und motivierst uns natürlich, noch mehr tolles Pferdewissen zu verbreiten. Und jetzt viel Spaß beim nächsten Video. Hallo, liebe Pferdefreunde, ich begrüße euch ganz recht herzlich zum nächsten Teil in unserem Online-Kurs Trageschwäche. In diesem Teil haben wir ein Pferd mal über die gesamte Anamnese begleitet. Das ist Egon, ein älterer Vollblutwallach. Seine Besitzerin hat sich dafür zur Verfügung gestellt mit diesem Pferd, damit ihr lernen könnt, euren Blick zu schulen. Das ist auch ganz wichtig, dass wir dieses Pferd einfach mal in Echtzeit aufgenommen haben und nicht nur kleine Sequenzen herausgegriffen, weil ihr werdet feststellen, dass ihr in eurer Umgebung wahrscheinlich ganz viele ähnliche Pferde gesehen habt. Meistens fällt einem gar nicht ganz genau auf, was an diesen Pferden eigentlich anders ist, als es sein sollte. Da ist da ein Muskel ein bisschen dicker, hier steht es ein bisschen komisch. Aber ich habe in meiner langjährigen Praxis festgestellt, es gibt mittlerweile so viele betroffene Pferde, dass unser Blick schon so ein bisschen darauf geeicht ist, diese, nämlich die trageschwachen Pferde, als normal zu erachten. Und an dem Beispiel bei Egon wird euch das ganz plastisch vor Augen geführt. Viel Spaß dabei, ich melde mich zwischendurch immer noch und erkläre euch ganz genau, wo ihr hingucken sollt. So, wir sehen jetzt hier den Egon, das ist ein 11-jähriger Vollblutwallach und an dem kann man viele Dinge erkennen, die sehr typisch sind für die Trageschwäche. Zum einen kann man erkennen, dass die Muskulatur der Schulterbereich sehr merkwürdig aussieht. Wir haben hier im oberen Bereich sehr wenig Muskeln, dafür in dem Bereich des Ellenbogens sehr stark ausgebildete Muskulatur. Sieht ein bisschen so aus, als würde er hier Bodybuilding machen, ganz gezielt an einer Stelle. Und auch im Unterarmbereich dieser Muskel ist übermäßig stark ausgebildet. Das zeigt, dass er extrem mit der Stützmuskulatur der Beine sein Gewicht tragen muss und das nicht mehr mit der eigentlichen Tragemuskulatur des Oberhalses und der Verspannung von Rücken und Halswirbelsäule machen kann. Er sieht hier in diesem Bereich sehr eingefallen aus. Der Widerrist sieht knochig und sehr weit hervortretend aus, auch das relativ typisch. Dann stellt er die Hinterbeine so schräg nach hinten, rückständig, sagt der Fachmann dazu. Das macht er, damit er mit dem zurückgestellten Vorderbein den Brustkorb vorne noch einigermaßen gut tragen kann. Und hinten, das Hinterbein, ist so ein bisschen wie so säbelartig nach vorne unter den Bauch geschoben, ohne dass er dabei im Sprunggelenk und im Kniegelenk beugt, wie das ein Pferd machen würde, das diese Trageschwäche nicht hat. Dann kann man hier hinter den Rippen so eine relativ scharfe Linie erkennen. Das ist immer ein Zeichen dafür, auch hier diese Kuhle, dass das Zwerchfell, was beim Pferd wie bei uns Lungen- und Darmraum voneinander trennt, sehr stark unter Spannung ist, womit er im Prinzip das Durchhängen des gesamten Rumpfes nach hinten ein bisschen verhindert. Und dieses ständig angespannte Zwerchfell sorgt dafür, dass die Pferde, die trageschwach sind, auch Probleme mit der Atmung bekommen, weil das Zwerchfell der wichtigste Muskel für das Einatmen ist. Und wenn der dauerhaft verkrampft ist, kann man sich sehr gut vorstellen, kriegt man natürlich nicht mehr genug Luft. Die Pferde werden deswegen auch sehr unlustig, was die Bewegung anbetrifft. Und wir bekommen dann so einen Kreislauf, aus dem das Pferd überhaupt gar nicht wieder hervorkommt. Ein nächstes Problem ist, dass diese Pferde Probleme mit der Sattelanpassung haben.
auf einem so durchhängenden Rücken bekommt man natürlich nicht mehr gut einen Sattel angepasst und dieser ganze Kreislauf verschlimmert sich immer mehr. So, auch die Brustmuskulatur ist bei Pferden mit Trageschwäche sehr stark ausgeprägt oder sie scheint sehr stark ausgeprägt. In Wirklichkeit hängt sie schlaff nach unten durch. Der Brustkorb hängt tiefer, damit hängt das Brustbein weiter vorne und tiefer. Und die große Brustmuskulatur ist ganz locker und weich, also nicht angespannt, aber scheint hier so eine Riesenwölbung zu machen. Das ist bei einem gut trainierten Pferd, einem tragkräftigen Pferd, nicht der Fall. So, in so einem relativ weit fortgeschrittenen Stadium der Trageschwäche, wie wir das hier bei dem Egon haben, haben wir auch deutliche Veränderungen im Gruppenbereich. Am auffälligsten ist hier hinten diese Muskulatur, das nennt sich Sitzbeinmuskulatur oder auch Hosenmuskulatur, die so übermäßig stark ausgeprägt ist. Die muss nämlich dauerhaft ziehen, um zu verhindern, dass das Pferd immer mehr nach vorne unten einsinkt und ist deswegen so stark trainiert, obwohl das Pferd eigentlich sich relativ wenig freiwillig noch bewegt. Die gesamte Gruppe ist verändert. Wir haben hier eine scharfe Linie, die den großen Gruppenmuskel trennt zu dem Rest. Das sollte man bei einem Pferd mit guter Muskulatur und ohne Trageschwäche so nicht sehen. Wir sehen hier den knöchernen Anteil des Beckens, Tuba sacrale, ist der Fachausdruck dafür, der prägnant hervorsticht. Davor ein relativ starker Abhang in das Tal zwischen dem letzten Lendenwirbel und dem Kreuzbein, das sogenannte Lumbosakralgelenk, ist hier stark überstreckt, heißt, ist nach unten durchgesackt und das Kreuzbein steht in einer ganz anderen Stellung, als es eigentlich normalerweise der Fall war. Und wir haben hier dann oben auf der Gruppe so eine Delle. Man sagt immer, wenn bei Regen hier oben eine kleine Pfütze stehen bleiben kann, dann weiß man schon, dass mit dem Kreuzbein was nicht in Ordnung ist. Etwas weiter vorne im Bereich der Lendenwirbelsäule haben wir dann eine Aufwölbung, die so auch nicht normal ist. Eigentlich sollte das ganz gerade und unmerklich in den Gruppenbereich übergehen. Und das Pferd Egon hat hier seine Lendenwirbel etwas hochgewölbt. Das macht für die Statik eine stabile Brücke, aber den Rücken auf Dauer sehr unbeweglich. Und das sind auf jeden Fall Bereiche, die behandelt werden müssen. Nur durch Training kommen wir aus diesem Stadium der Trageschwäche nicht wieder heraus. So, weil bei Pferden mit Trageschwächen der Brustkorb regelrecht nach unten durchhängt zwischen den Stützen der Vorderbeine, bekommen die auch ein Problem mit dem Abfluss, was Lymphe und dem venösen Blut anbetrifft. Das sieht man hier ganz deutlich, das große Blutgefäß, venöse Blutgefäß und auch das Lymphgefäß hinter dem Ellenbogen ist hier bei dem Egon schon ein bisschen gestaut. Ja, man sollte die große Bauchvene hier nicht so deutlich abgezeichnet sehen, die darf nicht so stark hervortreten. Und wenn man das bei einem Pferd sieht, dann weiß man schon, dass wir hier in dem Bereich des großen zentralen Lymphknotens hinterm Ellenbogen eine sehr starke Stauung haben. Die kommt rein mechanisch dadurch zustande, dass bei dem Egon der Brustkorb jetzt um mindestens 4 cm, würde ich mal sagen, nach unten abgesackt ist, weil seine Tragemuskulatur das nicht mehr halten kann. Mit dem Video von Egon seid ihr eigentlich schon sowas wie zu einem kleinen Experten in Sachen, ich erkenne, ob ein Pferd trageschwach ist oder Tragkraft ausgebildet hat, geworden. Fassen wir nochmal zusammen. Wir sehen die Veränderungen insbesondere im Bereich der Muskulatur rund um den Ellenbogen. Im Oberhals wird die Muskulatur dagegen immer schwächer, ebenso da, wo der Sattel sitzt. Dann hängt die Brust deutlich tiefer. All das kann man auch als Laie sehr gut erkennen. Die Beurteilung der Hinterhand ist schon ein bisschen schwieriger. Da muss man schon ganz genau wissen, wie eine gut ausgebildete Muskulatur an der Gruppe aussehen sollte. Aber mit meiner Hilfe, denke ich, habe ich da den Blick auch etwas schulen können. Anhand der Bilder habe ich euch schon einen ganz kleinen Hinweis darauf gegeben, dass sich auch der Stoffwechsel verändert, dadurch, dass der Brustkorb nach unten absinkt und im Bereich des Ellenbogens Nervengeflecht und Lymphknoten
einquetscht oder zumindest beeinträchtigt. Auch dazu wird es noch ein gesondertes Video geben, sodass er darüber mehr erfahrt. Dieses Video ist in zwei Teile aufgeteilt. Den zweiten Teil findest du entweder kostenlos während dem Kongress oder du kannst dir alle Videos sichern, wirklich zum Downloaden, zum immer wieder anschauen. Hier unten in der Videobeschreibung, da findest du alle Details dazu. Ansonsten eine kurze Erinnerung, auch von der Fee. Fee, was sagst du? Genau, bitte YouTube-Kanal einmal abonnieren. Das kostet dich nichts, das hilft uns aber wirklich, noch mehr Wissen zu verbreiten. Und ich freue mich, wenn du hier gleich auf Abonnieren und dann auch auf die Glocke klickst. Bis dann.